Ich wusste selber, aber ich wusste nicht mehr. Ich lasse dir die Vorlage. Okay, ab jetzt wird gefilmt. Ja, jetzt, das zählt nicht. Frage Nummer 1. Welche drei deutschen Teams schafften eine Finalteilnahme, aber letzten Endes nicht den Titel zu holen? Alle drei hintereinander jetzt. Dortmund. Ist falsch, oder was? Ist schon vorbei. Wir warten mal, Finalteilnahme. Ja, aber haben nicht den Titel geholt. Haben die schon mal. Wann ist Dortmund gegen Bayern? Leverkusen. Warte mal. Ja, aber Dortmund wurde ja schon mal irgendwann. Leverkusen. Ja. Hab die Frage falsch verstanden. Leverkusen, Hamburg. Ich hab die Frage einfach falsch verstanden. Sag mal die Lösung. Wolltest du wissen? Okay, Gladbach, Leverkusen, Frankfurt. Also die haben, waren mal im Finale, aber die haben nicht gewonnen. Ich hab's falsch verstanden. Ja, wer schon mal im Finale war und verloren hat. Oder? Genau, das habe ich verstanden. Ja, da dachte ich gleich anders. Das ist eine andere Frage. Kommen ja noch mehr Fragen. So. Weiter geht's. Das war schwer, aber... Nächste Frage. Wir erinnern uns natürlich gerne an unser letztes Heimspiel in der Champions League zurück. Aber wer schoss beim 2:0 im Viertelfinal-Hinspiel die beiden Tore? Beiden Tore? Arnold und... Draxler? Nee. Weil ich wollte eigentlich diesen... Ich weiß nicht, so peinlich. Du kannst nochmal antworten. Ja, den meinst du auch nicht. Bruno Henrique. Der hat nur die Vorlage gemacht auf Maxi. Arnold und Ricardo Rodriguez. Elfer? Ja, Elfmeter. Ich wusste Elfer, aber ich wusste nicht mehr. Ich lasse dir die Vorlage. Okay, ab jetzt wird gefilmt. Ja, jetzt, das zählt nicht. Jetzt geht's los. Los. Wer aus dem heutigen Kader stand in der Startelf? Und jetzt nicht überbieten. Einer reicht. Wenn es nur einer war, dann reicht einer. Wenn es mehr als einer war, dann... Aus dem heutigen Kader? Richtig, wenn ihr euch ganz sicher seid. Ronaldo hat, glaube ich, gespielt. Josh. Nee, dann Josh. Pedagogie. Und Arnold. Wer kriegt den Punkt? Ja, ich. Ach, wir sind gegeneinander, ne? Ja, wer hat denn recht? Ja, beide. Josh und Max. Ja, ja. Dann 1-1. 1-1. Wir haben aber bei meinem Team hier gespielt. Okay. Apropos Max und Josh, wer hat eigentlich mehr Champions League-Einsätze? Josh. Richtig. Welche für Atletico? Richtig, 2 für Atletico, 9 für den VfL. Gut gemacht. 2-1. Welcher deutsche Spieler hat aktuell die meisten Champions-League-Einsätze? Aktuell? Manuel Neuer. Thomas Müller. Thomas Müller ist richtig. Nee! 124. Und Neuer? Habt ihr nicht vorbereitet, ne? Welcher Verein ist Rekordsieger der Champions League? Richtig. Wie viele? Weißt du das oder redest du immer? Die haben ja letztes Mal 10 Titel geholt. Irgendwas, jetzt haben die 11 oder 12, ich sag 12. 13. 13, ja. Aber die Antwort ist richtig. La okay. Decima. Das heißt, wir sind ja doof, ne? Ja, ja. Und wer steht auf Platz 2? Er hat die zweitmeisten Titel in der Champions League geholt. Liverpool. Darf er nochmal nehmen? Gibt's einen Tipp, oder? Nee. Ja, jetzt nicht, er hat ja schon geantwortet. Ja. Aber du kannst ja jetzt trotzdem was sagen, weil... Ja, ich weiß es halt einfach gar nicht. Hast du was Unerwartetes? Also eher unerwartet. Also nicht Bayern zum Beispiel. Genau. Nein? Ja, unerwartet. Ist es sowas wie Benfica oder sowas? So unerwartet. Okay, weiter. Okay, weiter. Next. Okay, AC Mailand. Ah. 7. Stimmt, als ob ich es weiß. Ja, stimmt. Genau. Wie viele Spiele hat der VfL Wolfsburg bisher in der Champions League absolviert? Spiele. Zählen Quali-Spiele? 10. Quali-Spiele zählen auch zu, aber 10 ist falsch. Quali zählen auch dazu? Nee. Haben wir aber nicht gespielt. Haben wir nicht gespielt, ne? 16. Ne. Richtig, korrekt.
16 Spiele. Wusstest du gerechnet? Ja, ja. Wie denn? Drei hin, drei rück? Gruppenphase? Dann bin ich hochgegangen um 2 Spiele. Also nochmal eine Runde weiter. Ja, aber ich war ja bei 10 irgendwie. Ja, das war ja falsch. Warte mal, wie oft war das nicht? Ja, das war ja 2008, 2009. Das war richtig, ja. Meister geworden und dann hast du auch noch 2 Champions League Saisons und da hat er richtig gerechnet. Die haben wir nicht auf dem Schirm gehabt. Haben wir nicht auf dem Schirm. Nein, ich hatte sie auf dem Schirm. Ja, hattest du. Also 16 ist richtig. Absolut. Er hat geraten. Nein, habe ich nicht. Okay. Punkt ist Punkt, ne? Wie steht's denn überhaupt? 1-1, ne? Ich führe. Weiß ich nicht. Okay. Okay. Vorletzte Frage. Und wie viele von den 16 Spielen konnten gewonnen werden? 5. Neun. Oh, ey, ich wollte 9 sagen, aber ich dachte, das hätte... Eine Frage noch. Was war bisher der höchste Sieg in der Königsklasse für den VfL? Es reicht das Ergebnis, ihr müsst nicht den Gegner... 3-1. 4-1. 3-0. 4-0. 3-0. 3-0 ist richtig. Gegen Beşiktaş Istanbul. Ah.